Herzlich willkommen zu ZAPP. Seit Tagen erreichen uns wieder schreckliche Nachrichten aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Ein Kampf, der sich auf zwei Schauplätzen abspielt, in Nahost und im Netz. Unter den Hashtags Israel under attack und Gaza under attack feuern Anhängerinnen und Anhänger der jeweiligen Seite mit Beschuldigungen und Hass überall in der Welt. Wie sich die digitalen Fronten entwickeln, haben wir analysiert. Nils Altdant, Lea Eichhorn und Luca Hammer. Die heftigste Eskalation seit Jahren zwischen Israelis und Palästinensern. Tote auf beiden Seiten. Was sich auf den Straßen abspielt, wird auch in den sozialen Medien befeuert. Oft aggressiv. Stimmungsmache, um die Welt zu mobilisieren. Für die jeweils eigene Sicht auf den Konflikt. Was dort auf dem Boden passiert, spiegelt sich wieder auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und Co. Und mündet dort im sogenannten Informationskrieg zwischen beiden Seiten, wo beide Seiten versuchen, die Deutungshoheit zu gewinnen, jeweils die eigene Seite möglichst gut darstellen zu lassen und die Gegenseite möglichst schlecht dastehen zu lassen. Diesen Informationskrieg beobachtet Strobel schon lange. Als Social-Media-Stratege und Reservist der Bundeswehr kennt er sich mit militärischen Informationskampagnen aus. Im Hauptberuf arbeitet er für einen wirtschaftsnahen Interessenverband. Israel verlässt sich da auf eine sehr zentralistisch gesteuerte Social-Media-Strategie. Da gibt es wenige offizielle Staatsaccounts, die das Ganze machen. Da ist die israelische Armee zu nennen, die IDF, aber auch der Landesaccount und der Account der Regierung und des Außenministeriums. Das erlaubt es Israel natürlich einerseits, eine sehr klare und einheitliche Botschaft in die Welt zu transportieren. Andererseits fehlt dann Reichweite in der Fläche. Die israelische Armee betreibt ihren größten Account auf Facebook, erreicht dort über 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Sie präsentiert sich als moderne Einheit. Die palästinensische Seite auf der anderen Seite, das würde man in der politischen Kommunikation als Graswurzelkampagne bezeichnen. Sprich, das ist eine Art Bürgerbewegung, die auf den Privataccounts einzelner Privatpersonen beruht und die in der Masse überlegen sind, obwohl sie nicht unbedingt reichweitenstark sind. Millionen Menschen weltweit äußern sich in sozialen Medien über einen der kompliziertesten Konflikte. Ob sie etwas davon verstehen oder nicht. Was bedeutet das für die journalistische Recherche im Land? Ich bin wirklich der Meinung, dass in 280 Zeichen auf Twitter man den Nahostkonflikt nicht mal ansatzweise erklären kann. Ich halte das zum Teil auch jetzt für Brand. Beschleuniger, weil jeder und jede eine Meinung auf Twitter äußert und die absolut in keinster Weise der eigentlichen Situation gerecht werden kann. Ein Kampf um die Deutungshoheit. Die digitale Front lässt sich an zwei Hashtags ablesen, die spiegelbildlich zueinander stehen. Israel under attack und Gaza under attack. Die Botschaft ist klar. Entweder wird nur Israel oder nur Gaza angegriffen. Der Aggressor ist immer die andere Seite. Eine ZAPP-Analyse aller deutschsprachigen Tweets mit diesen Hashtags zeigt, zu Beginn der Raketenangriffe aus Israel oder Gaza steigt die Nutzung der beiden Hashtags rasant an. Schnell überholt Gaza under attack. Weltweit betrachtet wird der Unterschied noch deutlicher. Der Hashtag Gaza under attack erreicht bis zu 60.000 Tweets pro Viertelstunde. Er ist fast 30 Mal so häufig wie sein israelisches Pendant. Und diese Hashtags tauchen auch in den Nachrichtenkanälen großer Medien auf. Vergangene Woche twittert das ARD-Morgenmagazin: Auf beiden Seiten sterben mehrere Menschen. Gaza under attack. Nach viel Kritik löscht die Redaktion den Tweet. Das Beispiel zeigt, auch ein inhaltlich differenzierter Post kann mit diesem Hashtag Schlagseite bekommen. Die palästinensische Seite scheint im Informationskrieg vor allem mit emotionalen Inhalten zu führen. Israel, bisher wenig emotional, zieht nach. Dramatische Botschaften, wie in diesem Kampagnenvideo auf YouTube. Welcome.
Am vorigen Freitag nutzt die israelische Armee ihren Twitter-Account auch für diese Nachricht. IDF Air and Ground Troops are currently attacking in the Gaza Strip. Die Meldung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Israelische Bodentruppen im Gazastreifen. Internationale Medien berichten sofort. Daraufhin reagiert die Hamas. Ihre Kämpfer verstecken sich im Tunnelsystem unter Gaza, werden dort schließlich von israelischen Kampfjets bombardiert. Hinterher hieß es dann, nein, stopp, das war ein Versehen. Also der Herr Armeesprecher, der hat nur gemeint, dass die Panzer bis an die Gaza-Grenze heranfahren, aber nicht nach Gaza hinein. Jetzt ein Schelm, der Böses denkt. War es wirklich ein Fehler? War es eine Fehlkommunikation oder war es eine Manipulation, um Kriegsziele zu gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, so hat es stattgefunden und das waren die Auswirkungen. Zumindest eine falsche Ankündigung. Ein falsches Bild auf der anderen Seite. Ein pro-palästinensischer Account twittert dieses Foto. More and more children are killed by Israel. Gaza under attack. Eine einfache Google-Rückwärtssuche macht jedoch schnell deutlich, das Foto zeigt getötete Kinder in Syrien und stammt aus dem Jahr 2013. Das gehört mit dazu. Schade, dass es so ist, traurig, aber die Wahrheit. Und wir brauchen uns doch jetzt auch nicht einbilden, dass gerade hier in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die wir erleben, dass da jede Seite nur noch nach bestem Wissen und Gewissen uns informiert. Wir werden manipuliert, das ist doch ganz klar. Für Sie als Journalistin gehört es zum Job, kritisch zu hinterfragen. Das könnten auch Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien häufiger tun. Moderne Propaganda, wie wir sie jetzt auf beiden Seiten sehen, ist immer so angelegt, dass sie emotional anrührend ist. Deswegen, wer merkt, dass er emotional mitgenommen wird oder angesprochen wird, sollte zweimal überlegen und vielleicht erstmal das Handy weglegen und drüber nachdenken, ob ich diesen Inhalt jetzt wirklich teilen möchte. Weitere Ergebnisse unserer Datenanalyse der beiden Hashtags finden Sie auf unserer Seite im Netz. Wo im Moment nicht so sehr hingeguckt wird, nach Belarus. Aber genau da wollen wir jetzt hinschauen, denn es ist wirklich besorgniserregend, was da gerade passiert. Beim beliebtesten Online-Medium des Landes tut bei. Die Chefredakteurin Marina Solotova wurde gestern verhaftet. Davor gab es Durchsuchungen in den Redaktionsräumen und sogar bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause. Die Online-Seite wurde abgeschaltet. Der Vorwurf? Steuerbetrug. Beobachter erkennen darin aber eher einen massiven Einschüchterungsversuch von der Regierung. Unser Korrespondent Demian von Osten hatte mit Marina Solotova gerade erst für ZAP ein Interview geführt über, das ist jetzt umso bitterer, die zunehmend gefährliche Situation für Journalistinnen und Journalisten in Belarus. Dieses Handyvideo verbreitete das Portal Tutbai. Im August kam Lukaschenko in die Minsker Militärfahrzeugfabrik. Die Arbeiter haben ihn mit Rufen begrüßt: Geh weg! Und ein Fabrikmitarbeiter hat alles gefilmt und uns das Video geschickt. Die Redaktion postet es online und überprüft in den Monaten danach viele solcher Videos von Protesten und Festnahmen. Daraufhin verliert Tutbai den Status Massenmedium. Die Folge: schlechterer Zugang zu Informationen, erzählt Chefredakteurin Marina Solotova. Das kann man psychologischen Druck nennen, denn wir machen weiter, haben aber nicht mehr den Status eines Massenmediums. Das macht die Arbeit schwieriger. Behördenvertreter wollen uns keine Informationen mehr geben. In diesem Bürogebäude sitzt die Redaktion, nicht weit vom Minsker Zentrum. Das Medium erreicht 2/3 der belarussischen Internetnutzer. Für Machthaber Lukaschenko eine Gefahr. Nur wenige Mitarbeiter sind zurzeit in der Redaktion, auch weil Durchsuchungen drohen. Doch das ist nicht das größte Problem. Das Schlimmste für uns war das Strafverfahren gegen Katja Borisewitsch, die ihre journalistische Arbeit gemacht hat. Sie hat offizielle Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Ihr Platz ist leer. Auf dem Schreibtisch das Datum ihrer Festnahme, der 18. November. Katja Borisewitsch fand heraus, dass offizielle Informationen über den Tod des Aktivisten Bandarenko nicht stimmten.
Bondarenko war von regimenahen Männern zu Tode geprügelt worden. Katja konnte nicht wissen, dass man sie festnehmen würde, einfach nur, weil sie Informationen überprüft. Das stellt tatsächlich das gesamte journalistische Arbeiten in Belarus in Frage. Auch für diese zwei Fernsehmitarbeiterinnen des aus Polen betriebenen Kanals Belsat. 2 Jahre Straflager wegen Aufrufs zur groben Verletzung der öffentlichen Ordnung. Mitte November. In diesem Wohngebiet in Minsk filmen sie eine Kundgebung für den getöteten Aktivisten Bondarenko. Jener Aktivist, zu dessen Tod auch Katja Borisewitsch von Tutbai recherchiert hatte. Die Journalistin Katerina Andrejewa und ihre Kamerafrau streamen live für Belsat. Auch den Einsatz der Sicherheitskräfte. Die beiden werden festgenommen und später verurteilt. Dieser ständige Druck bleibt auch bei den Journalisten von Tutbai nicht ohne Folgen. Die Fotojournalistin Daria Buryakina ist zurzeit selten auf Terminen, auch aus Sicherheitsgründen. Es hat sich ein ziemlich deutliches Gefühl von Unsicherheit eingestellt, wenn ich in der Stadt fotografiere. Sogar bei einfachen Themen. Du spürst eine ständige innere Aufregung und Unruhe. Mir scheint es ist mit der Zeit immer schlimmer geworden und jetzt haben wir überhaupt keine Rechte mehr. Psychologisch und emotional fühlt man sich absolut unbehaglich. Trotzdem denken Daria Buryakina und das Team von Tutbai nicht ans Aufhören oder gar Auswandern. Mein Verständnis ist, dass ich meine Arbeit mache. Ehrlich, soweit es geht, qualitativ hochwertig, aber gleichzeitig unter Bewahrung meiner eigenen Sicherheit. Doch 3 Wochen nach unserem Dreh verändert sich alles. Am 18. Mai durchsuchen und versiegeln Finanzermittler die Redaktionsräume. Die Webseite Tutbai ist nicht mehr erreichbar. Durchsuchungen auch in Privaträumen leitender Angestellter. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter wird festgenommen. Auch Chefredakteurin Solotova. Gegen sie und andere wird ein Steuerstrafverfahren eröffnet. Fotografin Buryakina kommt nach mehr als 12 Stunden wieder frei. Kurz danach wird Reporterin Katja Borisewitsch freigelassen. Nach 6 Monaten Gefängnis. Doch über dem geplanten Tag der Freude liegt für die Redaktion von Tutbai jetzt ein sehr großer Schatten. Die Plattform Instagram hat ja quasi einen neuen Berufsstand hervorgebracht, sogenannte Influencerinnen und Influencer. Menschen, die tagtäglich sich und ihr Leben meist ziemlich offenherzig präsentieren, um dann für Produkte zu werben oder für ein besonderes Thema einzustehen. Im Bereich Beauty und Mode sieht das Ganze dann so aus. Posen für die Followerinnen und Follower mit viel nackter Haut. Sex sells, das funktionierte ja schon immer. Unsere Reporterin Inga Martwig hat sich aber gefragt, inwiefern pusht der Algorithmus gerade solche Bilder? Und was macht das mit denen, die das angucken? Leute gucken. Wer macht das nicht gerne? Schlanke und kurvige, junge und ältere. Die Gesellschaft hat viele, unterschiedliche Gesichter. Auf Instagram begegnet mir eine ganz andere Welt. Schön, fast immer schlank, jung und oft auch ziemlich freizügig. Solche Fotos hat im Feed, wer populären deutschen Influencerinnen folgt. Die perfekte Beauty-Welt auf Instagram. Was machen solche Bilder mit uns? Warum bin ich nicht so? Warum habe ich nicht so einen krassen Körper wie die Person? Und warum sind solche Aufnahmen so populär? Liegt das daran, weil wir genau das sehen wollen? Oder spielt auch der Algorithmus eine Rolle? Zieh dich aus, nur im Bikini, push noch ein bisschen und rede in die Kamera und du kriegst Likes, Storyviews und Follower. Für meine Recherche fahre ich nach Berlin. Ich treffe eine Journalistin, die 2018 selbst Influencerin geworden ist. Und jetzt Bücher schreibt, in denen sie vor Instagram und dem Schönheitskult warnt. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch. Wir treffen uns in einem Hotel. Vor dem Interview haben wir uns beide testen lassen. Warum ist dir das so eine Herzensangelegenheit, darüber aufzuklären?
Ich glaube, wenn wir jetzt auf Instagram gucken und auf die sozialen Medien und auf diese Puppengesichter, die Filter und diese großen Augen und keiner steht mehr zu sich. Und das ist der eine Trend. Und der andere Trend ist das Wifi-Sein, das Verlobtsein, das Muttersein. Es gibt Studien wie von der Malisa-Stiftung, dass Frauen, die auf Instagram sehr populär sind, sich meistens den typischen weiblichen Attributen verschrieben haben. Und wenn wir das alles zusammen rumrühren, entsteht einfach eine sehr schwache Generation junger Frauen, der die falschen Werte vorgelebt werden. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Mutter ist. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, stolz darauf zu sein, Ehefrau zu sein. Aber muss in der Instagram-Bio direkt stehen, Wifi off? Sind wir nicht mehr als die Frau von? Haben nicht Generationen von Frauen Jahrzehnte vor uns dafür gekämpft, mehr sein zu dürfen? Und ich habe das Gefühl, dass mit der aktuellen Generation durch Instagram und Co. einfach alles wieder rückgängig gemacht wird. Hast du denn jemals auch selber Erfahrungen mit Algorithmen gemacht oder gemerkt, dass irgendwie bestimmte Bilder von dir bevorzugt werden? Also am meisten Storyviews gibt es, wenn du halbnackt in die Kamera redest. Das ist, glaube ich, der ultimative Instagram-Tipp. Zieh dich aus, nur im Bikini, push noch ein bisschen und rede in die Kamera und du kriegst Likes, Storyviews und Follower. Sind es nur die Influencer, die Schönheit und Freizügigkeit zelebrieren? Oder wird das auch von Instagram befördert? Ich will mehr über den Algorithmus wissen. Und finde im Netz reihenweise Webseiten und Videos, die mir erklären, wie man seine Reichweite erhöht. Weil der Algorithmus merkt, ob dein Beitrag gut ist oder nicht. Und demnach entscheidet, ob er mehreren Usern angezeigt wird oder nicht. Welche Rolle nackte Haut oder Schönheit dabei spielen, dazu finde ich nichts. Außer bei einer NGO, Algorithm Watch. Sie hat versucht, dem Instagram-Algorithmus mit einem Versuch auf die Spur zu kommen. Nicola Kaiser-Brill ist dort Datenjournalist. Er beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen, will herausfinden, wie diese unser Leben bestimmen. Warum gibt es Algorithm Watch? Algorithmen sind überall in der Gesellschaft. Sie sind bei Social Networks, bei sozialen Netzwerken. Sie sind auch in der Verwaltung genutzt, von der Polizei, wirklich überall. Die Welt von den Social Networks ist nur dafür da, dass man viel Zeit damit verbringt und am Ende, dass sie viel Werbung darauf zeigen können. Und natürlich wäre es viel weniger interessant für Facebook, eine Welt auf Instagram zu haben, die ähnlich wie die reale Welt wäre. Viel besser ist es, eine künstliche Welt zu inszenieren. Und dafür brauchen sie auch Algorithmen, um bestimmte Beiträge nach oben zu bringen und andere, die zu realitätsähnlich wären, nach unten zu bringen. Machen Algorithmen die Welt aufregender und sexier? Algorithm Watch hat genau das untersucht. Eine professionelle Instagramerin hat uns gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass wenn sie Bilder postete, wo sie keine Haut zeigte, könnte sie ihr Publikum, ihre Followers nicht erreichen. Und wir haben gedacht, können wir das beweisen oder können wir das recherchieren? Für den Versuch haben 26 Freiwillige eine Browsererweiterung installiert, um dann ausgewählten Influencern zu folgen. Die Erweiterung öffnet regelmäßig Instagram und hält fest, welche Posts der Influencer oben im Newsfeed erscheinen. Insgesamt wurden mehr als 1700 Posts mit 2400 Fotos analysiert. Das Ergebnis? Wenn eine Influencer oder Influencerin ein Bild postet, es ist viel wahrscheinlicher, dass jemand es sehen wird, wenn dieses Bild einen nackten Körper zeigt. Bikini-Fotos wurden bis zu 54% häufiger angezeigt. Männer mit nacktem Oberkörper 28% häufiger. Was hat Instagram dazu gesagt, als ihr die damit konfrontiert habt? Wenn wir Instagram gefragt haben, warum das passiert, haben sie einfach gesagt, dass sie die relevantesten Bilder als erste zeigen. Und dann haben wir gefragt, was relevant bedeutet für Instagram. Und das haben wir sie natürlich nicht beantwortet. Diese Ergebnisse hat bisher aber niemand aufgegriffen. Wir haben gefragt, Antidiskriminierungsstellen und anderen Regulatoren auf nationaler und europäischer Ebene. Aber sie haben alle keine Ahnung. Sie haben kein Geld, sie haben keine Zeit, um das zu forschen. Kein Geld, keine Zeit.
Wer reguliert dann die großen Tech-Unternehmen? Ich will von Instagram selbst wissen, wie ihre Algorithmen funktionieren und welche Verantwortung sie als Unternehmen bei sich sehen. Wenn diese Aufnahmen es schaffen, Frauen wie Nena Schink oder auch mich zu beeinflussen, was machen sie dann erst mit jungen Mädchen? Ich schreibe Mails, telefoniere mit Lehrerverbänden und finde Unterstützer. Lehrer, die ihre Schülerinnen für mich fragen. Schließlich kann ich zwei von ihnen treffen. Ich bin Laura und das ist Sophia. Und wie alt seid ihr? Ich bin 14 und sie ist 14. Und wie oft benutzt ihr Instagram? Täglich. Ja. Weil Zap da ist, erstmal ein Selfie. Wenn ihr so Fotos von euch macht, wie viele Anläufe braucht ihr, bis ihr zufrieden seid mit dem Bild? Also wir machen immer Bilder von dem anderen. Also ich mache Bilder von ihr und sie von mir. Also wir machen das immer zusammen. Und meistens machen wir es mit meinem Handy. Und ich glaube, wenn ich ihr dann Bilder von, also die ihre Bilder schicke, also wirklich alle, sind das meistens so 50 bis 100 Stück. Von einer einzigen Situation? Ja. Und habt ihr den Eindruck, die Leute auf Instagram sehen besser aus als in echt? Also viele bearbeiten ja auch ihre Bilder. Ja. Und ich glaube, die stellen sich dann extra so hin, dass man denkt, oha, die hat eine richtig schöne Figur. Und ja. Dann so privat eher mehr so, fühlt man sich nicht also so. So durchschnittlich dann diese Figur. So. Viele machen ja ihre Taille dünner und ihr Bauch und ihren Arsch größer. Und das machen relativ viele. Bei Influencern, wenn die dann so hochladen, wie sie ihr Bild bearbeiten, benutzen die, glaube ich, mindestens drei verschiedene Bearbeitungs-Apps. So. Das ist dann halt schon krass. Habt ihr selber auch schon mal Filter benutzt? Ja. Ja, ihr nickt beide häufig oder? Jeden Tag. Immer. Immer? Warum? Ja. Keine Ahnung. Weil sieht besser dann aus. Also ich finde, wenn man jetzt sich selber im Spiegel anguckt, dann finde ich mich selber hübsch. Wenn ich dann aber mit meiner Handykamera mich angucke, dann sieht man alles irgendwie genauer und dadurch finde ich mich dann, also zum Beispiel durch Rötungen oder so, finde ich mich dann irgendwie hässlicher und deswegen benutze ich meistens einen Filter. Für eine britische Studie wurden 1500 14- bis 24-Jährige befragt. Sie hat ergeben, dass wohl ein Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und der Entwicklung von Angststörungen und Depressionen besteht. Den schlechtesten Einfluss unter den sozialen Medien habe Instagram, vor allem in Bezug aufs eigene Körperbild. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Ja gesagt. Erklärt mal, warum. Also, wenn man halt diese perfekte Welt sieht und perfekte Körper und man selber halt unzufrieden ist, dann ist das schon verständlich, dass man halt so denkt, so, warum bin ich nicht so? Warum habe ich nicht so einen krassen Körper wie die Person? Ich habe das auch relativ oft. Also wenn ich halt so Mädchen sehe auf Vorschlägen oder so und ich denke so, oha, dann wird schon ein bisschen so, stehe ich dann irgendwann vorm Spiegel und gucke mich halt selber an und bin dann halt relativ unzufrieden mit mir selbst. Ja, also wie gesagt, ich finde mich ein bisschen zu dünn. Und dann, wenn man sich dann so diese Mädchen angucken, die so eine perfekte Figur haben. Und habt ihr deswegen schon mal irgendwas gemacht? Eine Diät oder extra Sport oder sowas? Ja. Also ich habe Sport gemacht mit so einer App, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Also ich hatte mal relativ viel gemacht. Ich mache es immer noch. Also Sport über eine App und halt wenig essen. Ich habe seit 3 Tagen gefühlt so gar nichts wirklich gegessen, außer vielleicht mal einen Toast oder so. Und deswegen ist mein Bauch so flach und so mag ich meinen Körper so. Aber er ist nicht gesund. Ja, das schon. Also ich zwinge sie immer zum Essen. 2019 hatte Instagram angekündigt, Minderjährigen künftig keine Postings mehr von Diäten oder Beauty-OPs anzuzeigen. Habt ihr schon mal Postings gesehen auf Instagram zu Diäten oder auch zu Beauty-OPs? Ja. Habt ihr schon mal jemals darüber nachgedacht, sowas mal zu machen, eine Beauty-OP? Ja. Ich möchte meine Nase anders machen. Also ich mag meine Nase so gar nicht. So ein bisschen kleiner. Und du? Ich mag meine Nase. Ich finde die nur ein bisschen zu breit.
Also, ich liebe ihre Nase. Die ist so aber süß. Das ist ja genau das, was ihr sagt. Also, weil die Filter machen doch die Nase immer kleiner. Ja, genau. Und dann sieht man so auf Instagram halt so Mädchen, die halt so ein richtiges Stupsnase haben und die ist halt auch so dünn und so. Und meine Nase sieht von der Seite, finde ich sie richtig gut, aber von vorne finde ich die irgendwie so dick. Das Interview ist natürlich nicht repräsentativ, aber Instagrams Einfluss groß. Schätzungen zufolge nutzen es in Europa fast 100% der 18- bis 24-Jährigen. Zum Abschluss wollen mir die beiden zeigen, welche Postings ihnen von Instagram vorgeschlagen werden. Also das wird bei mir angezeigt, wenn ich auf diese Suchleiste gehe. Ja, aber ich guck mal. Ich komme mal ein bisschen näher. Genau solche Postings, über die wir gesprochen haben. So sehr sexy und freizügige Frauen. Also ich habe eher mehr Memes-mäßig. Ja. Aber hier kommen auch ein paar Frauen mit ziemlich dünnen Körpern oder hier solche OPs mäßig. Würde ich jetzt sagen, das ist eine OP gewesen. Ja, Nasen-OP. Ja. Oder generell. Laura und Sophia wissen genau, dass die Welt auf Instagram künstlich ist, kennen Filter und Fakes. Trotzdem übt Instagram einen realen Einfluss auf sie, auf mich, auf viele Menschen aus. Wie kann man es schaffen, sich dem zu entziehen? Auf der Plattform formieren sich Gegenbewegungen. Unter dem Hashtag Body Positivity zeigen Frauen ihre Körper, auch wenn sie von Idealmaßen abweichen. Und unter Instagram vs. Reality werden inszenierte mit scheinbar ungeschönten Schnappschüssen abgeglichen. Ist das ein Weg, dem Beauty-Diktat zu entkommen? Darüber will ich mit Judith Ackermann sprechen, Forschungsprofessorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit und Social-Media-Profi. Das habe ich jetzt auch ganz häufig gesehen, dass Influencerinnen Bilder zeigen, wie sie in perfektem Licht, in perfektem Posing aussehen und daneben gleich das Bild, wie sie eigentlich aussehen. Und sie sehen da ganz, also eher normal aus und nicht so perfekt. Genau, so wie Sie sagen, sie sehen da eher normal aus. Also weil natürlich auch das Bild, was ich als ich, die ich nicht beschönigt bin, poste, ist ein Bild von 50 wahrscheinlich, ne? Wo man sich erstmal überlegt hat, welches ist jetzt so real, dass es trotzdem noch für meinen Account funktioniert, aber auch nicht zu real, dass es nicht funktioniert. Also ich sehe das ein bisschen kritisch, weil klar, das will in eine richtige Richtung, aber das erklärt natürlich trotzdem wieder, was jetzt das Authentischste hinter den Filtern sein darf, ne? Oder wie es sein soll. Also es sind ja letztlich auch wieder Stereotype, die aufgemacht werden. Klüger wäre es in Ihren Augen, den Algorithmus auszutricksen. Etwa indem man gezielt unpassende Hashtags unter seine Bilder setzt. Da führt das dazu, dass ganz andere Inhalte zugespielt werden können, ne? Oder ich das eigentlich unterwandere. Ah. Wenn ich jetzt zum Beispiel, irgend so ein Schönheitsideal als Hashtag nehme, aber ich poste eigentlich was ganz anderes, dann kann ich ja so eine Art Rauschen erzeugen und Leute auch nochmal mit anderen Inhalten in Kontakt kommen lassen. Also das finde ich interessant, ne? Wie man die quasi anders nutzen kann. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt gerne erzählt, was Instagram zu all dem sagt. Zunächst wurde mir auch ein persönliches Gespräch in Aussicht gestellt, das sei aber dann doch zu kurzfristig. Und hieß es, ich solle Fragen schicken, das habe ich getan. Jetzt will sich die Sprecherin aber nur mit einem allgemeinen Statement zitieren lassen. Instagram unternehme immer wieder Schritte, um den Druck zu reduzieren. Vom Ausblenden der Likes bis zur Einschränkung von Inhalten, die Diätprodukte und kosmetische Verfahren bewerben. Man arbeite mit Jugendschutzorganisationen zusammen, um jungen Menschen dabei zu helfen, den Druck, perfekt sein zu müssen, zu reduzieren und ihre Instagram-Nutzung zu reflektieren. Ob das reicht? Algorithmen formen unsere Gesellschaft und unseren Geist. Deswegen mache ich jetzt das, was Nena Schink empfiehlt. Ich lösche mein Instagram-Profil nicht, aber ich entfolge ein paar dieser allzu perfekten Frauen. Keine nackte Haut, dafür viele interessante Infos finden Sie übrigens bei uns auf Instagram, unserem Kanal vom ZAPP Medienmagazin. Bis zur nächsten Sendung schauen Sie gerne dort oder auf unserer Seite im Netz vorbei. Machen Sie es gut.